Wir sind hier für das Zürichfest alles am Vorbereiten für die Thailand Show. Und hier oben sehen wir den Ando, wie er alles am Befestigen ist. Und jetzt gehen wir dann gerade mit dem Bötli auf die anderen Limazeiten über, damit wir hier mal die 90 Meter Highline können aufspannen können zu den Masten hier. Die Connection von der 90 Meter Line ist erledigt. Und jetzt müssen wir dann nur noch schnell das Band spannen. Und danach kommt eine größere Challenge, nämlich 220 Meter Line, die gleichzeitig ein Weltrekordversuch ist. Das ist die längste Highline, die je in einer Stadt gespannt worden ist. Und die wird nicht ganz einfach zum Aufspannen. Und vor allem wird sie nachher natürlich auch eine Challenge zum Laufen. Also die 90 Meter Line ist jetzt absolut ready. Und jetzt sind wir uns mit den 220 Metern am Abmühen. Wir sehen hier den Ankerpunkt, der hier im Beton befestigt ist. Und der hier über Palette umgelenkt wird. Und jetzt ist es eine riesige Challenge, um auf die andere Seite rüberzukommen. Sehen wir hier, dass wir hier über das Hausdach müssen. Das geht noch einigermaßen. Aber dahinter kommt gerade die Strasse. Wir haben hier eine Leiter bekommen, um hier schnell über den Baum hineinzugehen. Versuchen wir hier auf den Steg rauszugehen und so den Verkehr nicht zu behindern. Und dann kommt dann noch die grosse Challenge, das Ganze über die Limmat hineinzubringen und den Schiffsverkehr zu behindern. Da ist das ganze Band noch ein bisschen in der Astgabelung verhangen. Ich hoffe, es gibt keine Troubles mit der Ast, wenn wir das versuchen rauszuziehen. Das Handling von so langen Bändern ist immer eine riesige Challenge. Und der Reto und der Ando haben jetzt dann recht durcheinander und sind jetzt hier das Band am Vorbereiten, um es dann aufs Boot zu tun. So, Connection über die Limmat wird gerade gemacht und da scheint alles ziemlich reibungslos zu funktionieren. Da ist mega viel Band auf dem Boot draussen und das Schwierige ist wirklich, das Zeug unter Spannung zu heben und das Boot trotzdem noch weiterkommt. Ihr seht, es ist doch eine riesige Distanz dort über. Und ich habe es vorher gerade nachgemessen, es sind genau 215 Meter und der Weltrekord liegt im Moment bei 191 Meter. Sie haben jetzt hier fast den Steg erreicht. Ready zum Anrocken. Der Reto weiss, wie man das macht und der Ando hat gerade recht Troubles, weil es einen Kleinen unter das Wasser zieht. Und ihr könnt euch fast nicht vorstellen, was da für eine Kraft zieht, wenn ein Fluss so ein Band mit sich nimmt. Also das sind wirklich riesige Kräfte. Zum Glück hat es relativ wenig Strömung und darum geht es eben doch noch einigermaßen. Jetzt ist halt der Schiffsverkehr für ein paar Minuten unterbrochen, aber in etwa 10-15 Minuten sollte er wieder aufgenommen werden. Wir haben hier schon ein Seil vorinstalliert, das um eine Umlenkrolle herumgeht. Das heisst, sobald Sie das Band mit dem Knopf einhängen, dann können Sie das sofort aufziehen. Und dann ist es nach meinem Job, um hier anfangen zu spannen. Das sieht doch schon langsam nach einer Highline aus. Ist zwar noch voll in den Bäumen. Da wird sie noch gekippt, da ist sie noch voll im Wasser. Aber wir haben zumindest Connection geschafft. Sobald wir hier noch etwa 10 Meter am Band ziehen, dann wird das aus dem Wasser rauskommen. Und aber nachher sollte es, glaube ich, nicht mehr ein grosses Problem sein. Außer die Bäume würden uns irgendwie noch zu schaffen machen. Woohoo! Yeah, baby! Da in dem Fall am Weltrekordversuch wirklich einfach nichts mehr im Weg. Wir sind da fast bereit zum Starten und dann schnell die Ankerpunkte überprüfen. Und wenn die gut sind, vielleicht noch 2-3 Meter Band rausziehen und dann können wir wirklich anfangen loslaufen. Also, die Line ist fertig gerickt. Es ist wirklich bereit zum Starten. Ich würde jetzt gerade den ersten Versuch machen. So, erster Run. Ich bin mega zufrieden, wie es funktioniert hat. Die Line ist zwar schwierig, aber es wäre ja auch komisch, wenn man bei einer Weltrekordline irgendetwas anderes erwarten würde. Und ja, jetzt noch zwei Tage und nachher das von 100'000 Leuten. Und ja, ein bisschen nervös bin ich schon, aber es wird sicher auch geil.